Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Dragon's Dogma 2. Ich weiß auch nicht, was uns der heutige Part bringen wird, also lasst uns einfach reinstarten. Let's go. So lala, da sind wir wieder zurück in Dragon's Dogma 2. Jetzt muss ich mir mal überlegen, was wir im heutigen Part am besten machen. Schauen wir doch dazu einfach mal nochmal ganz kurz in unser Menü rein. So. Aufträge. Wir haben ja ein paar Aufträge. Und zwar müssen wir ja mit dem einen irgendwie mitgehen. Welches war denn das? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber wir müssen ja auch noch den Giftbehälter in das Nest der Echsen schmeißen. Und dazu müssen wir jetzt einfach mal, glaube ich, dahinter. Und dann gucken wir mal, dass wir uns den holen. Diesmal habe ich übrigens an das richtige Format gedacht. Mein Gott, ich hätte mir so in den Arsch beißen können, als ich gemerkt habe, dass ich wieder das falsche Format aufnehme. Aber naja, so ist das nun mal. Sind das hier diese Giftbehälter? Oder? Wahrscheinlich sollte ich das auch erwähnen, sagt Loki. Ohne einen Kämpfer in unseren Reihen mache ich mir Sorgen um unsere Stärke. Kämpfer sind in einem Nahkampf unerschütterliche Verbündete. Okay. So. Also das könnte ja das Giftfass sein, oder? Schauen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal dahin, beziehungsweise rennen mal dahin. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das Richtige haben. Zutaten gibt es hier in Hülle und Fülle. Oh. Ja, okay. Danke, Hatzel. Kannst du das bitte aufheben? Ja, jetzt trägt sie es so. Kann ich die, jetzt wollte ich Lakaien sagen, ich meine die Vasallen nicht auch dazu bewegen, dass sie mein Fass tragen? Wo düst ihr zwei denn schon wieder hin? Hier runter müssen wir, oder? Wo war es denn jetzt? Da unten war es. Genau. Oh. Okay. War das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken bei den Aufträgen. Nö, war also nicht richtig. Wo sind die Giftbehälter denn? Mensch, Leute. Warte mal, wer ist denn eigentlich er? Ich habe ein Händchen für das Sammeln von Gegenständen und bin immer auf der Suche nach neuen Funden. Aber Loki hat gesagt, wir brauchen einen Kämpfer. Dann schauen wir uns doch lieber mal nach einem Kämpfer um, oder? Wir haben ja beim letzten Mal, wie hieß sie denn jetzt gleich nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen. Den einen Vasallen, der mit uns gekämpft hat, verloren. Was ist das denn hier? Sieht nicht aus wie ein Giftfass, oder? Wo ist dieses doofe Giftfass? Ich komme damit noch gar nicht so ganz klar, was das hier alles angeht. Hier bin ich. Okay, und wo ist jetzt das Giftfass? Wirf einen der Giftbehälter, den Lennart vorbereitet hat, in das Nest der Echsen. Ach, jetzt kommt er wieder. Dann beeilt euch, wir müssen bald aufbrechen. Ich weiß, ich brauche noch Zeit. Warte halt kurz. So, Lennart stand doch da drin. Wisst ihr was? Ist mir wurscht. Wir probieren es einfach aus. Und wenn ich jetzt hier 500 Mal hin und her rennen muss. Wenn ihr gestattet, würde ich meine Ansicht dazu teilen. Das Privatquartier eines Erweckten, dem ich diente, hatte viele Besucher, aber selten denselben. Das ist doch mal ein Gedanke. Ich finde es irgendwie witzig, dass die sich gegenseitig auch unterhalten. Aber manchmal auch ein bisschen verwirrend.
So. Kann ich damit jetzt hier runtergehen? Na, gehen wir mal da lang. Oh nein! Schnell nimm's wieder. Wie kann ich's werfen? So. Ah, okay, also war das doch das Richtige. Euer Wurfarm könnte stärker sein, aber das Gift wird sich sicher trotzdem als effektiv erweisen. Ja. Ich kenne das, ich kann nämlich auch nicht werfen. Also in real halt. Absolut gar nicht. Müssen wir jetzt nochmal mit ihm sprechen? Erzähle Lennart, wie es bei dem Versuch war, bla bla bla. Okay, dann zurück zu Lennart. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Kämpfer finden. Ich will mir dann auch die Vasallen nochmal genau anschauen. Weil die ja doch unterschiedliche Stats und so haben. Hä, wo ist er denn jetzt? Mann, der stand doch jetzt die ganze Zeit da unten. Ja, ja, ich weiß das. Der nervt Feier auch ganz schön. So, da ist er. Wie ich sehe, habt ihr getan, worum ich euch gebeten hatte. Vielen Dank für eure Mühen. Auch wenn eure Zielfertigkeit wohl noch etwas Übung gebrauchen könnte. Aber wie dem auch sei, das Gift dürfte diese Biester vorerst im Zaum halten. Wenn ich euch so beobachte, frage ich mich, ob ihr vielleicht die Gabe besitzen könntet, meine Fertigkeiten zu erlernen. Haha, vielleicht ist es für dieses Thema noch etwas zu früh. Aufgrund der Arbeit, die ihr heute für uns geleistet habt, sollte der Wiederaufbau zügig voranschreiten können. Und dafür bin ich euch dankbar. Sehr gerne. Und ich bin Stufe 5. Nice. So, dann... War das nicht er hier, der die ganze Zeit was von uns wollte? Ja. Ich bin bereit, wo auch immer wir hingehen. Okay, ich düse dem jetzt einfach mal hinterher. Begleite Gregor in die Hauptstadt. Machen wir. Da sind ja noch andere mit bei. Was passiert? Nein. Ach, da sind mehrere. Noch irgendwo? Ja, aber ich möchte die untersuchen. Könnt ihr mal kurz kämpfen, bitte? Laufbahnrangaufstieg. Loki hat Level 5 erreicht. Oh, das wollte ich nicht. Cool. Dann lass uns doch weiter düsen. Oder sind ja wieder welche? Komm schon. Sage mal. Ja, stimmt. Der hier kostet keine Ausdauer. Ah, sind schon alle tot. Das habt ihr mir nämlich auch geschrieben. Wenn ich mit der linken Maustaste schieße, dass es dann keine Ausdauer kostet. Und tatsächlich, ihr hattet natürlich recht. Das finde ich sehr cool. Hier ist eine Kiste. Was? Sirupwurzblatt, Frucht... Roboranz, Grünlattich, Koboldhorn. Okay. Gucken wir uns dann auch nochmal an, wie man am besten was kombinieren kann. Der Auferstandene ist der rechtmäßige Herrscher von Vermund. So war es schon immer. Wer den Titel beansprucht, beansprucht auch den Thron. Doch nicht alle Ansprüche sind wahr. Okay. Ja, was ist jetzt? Wie? Ach so. Saget mal. Was waren denn das jetzt für Viecher? Gezackter Knochen. Ah, ein Material. Nützliche Dinge diese. Lass mich mal kurz gucken. Genau, meine Gesundheit ist nämlich auch schon echt
Tod. Gegenstände. Hier habe ich doch den Arzneitrank. Oh nee. Ich muss immer dran denken, dass ich nicht rechtsklicken darf, weil das ist ja dann quasi zurück. Also benutzen. Okay, supi. Dann bin ich jetzt auf jeden Fall wieder voll oder fast. Und dann kann es weitergehen. I would so enjoy seeing this obstacle smashed Na to komm. pieces. I'm poised to strike, just say the word. Shall I assist? Da ist einer, ist das vielleicht ein Kämpfer? Bei dem halten wir mal kurz. Oder ist es eine Sie? Warte mal, bleib mal stehen. Bleib doch stehen. Ich werde meine Kräfte aufsparen und mich bemühen, jeden Kampf durch solide Strategie und Defensive zu überleben. Ja, dann komm doch mal mit uns. Wenn wir uns über unsere Stärken austauschen, können wir eine Strategie formulieren, die auf uns zugeschnitten ist. Vasallenabzeichen. Vasallen erhalten Abzeichen als Zeichen ihres gesammelten Wissens und ihrer Kompetenz, ob für ihre Kampffertigkeiten oder Erkundungserfahrung. Vasallen mit Abzeichen sind nützlicher für den Erweckten in Wort und Tat. Okay, dann hat die wohl eins. Super, jetzt haben wir den Kämpfer und den Bogenschützen. Und wo ist die andere? Ah ja, und Loki ist ja, weiß ich nicht mehr. Okay. Hat es gerade auf jeden Fall gespeichert. Das ist sehr schön. Warte hier einen Moment. Ich werde Sie bitten, das Tor zu öffnen. Wer ist die Person, die ihr mitgebracht habt, Herr Wachleiter? Eine Erweckte, wie es den Anschein hat. Eine Erweckte? Eine weitere Betrügerin, meint ihr? Ich sehe, die Thronbesteigung des Souveräns hat wenig gebracht, um solche Scharlatane von ihren Tricks abzuhalten. Es ist ungewiss, diese hier verfügt über die Loyalität der Vasallen. Was? Unmöglich. Du weißt genauso gut wie ich, dass es nur einen Erweckten geben kann und der ist oben im Palast. Mir ist durchaus bewusst, wie absurd die Vorstellung ist. Danke. Jedoch, da ich nicht glaube, dass es an mir ist, so etwas zu entscheiden, würde ich Bericht in der Hauptstadt erstatten. Falls die Behauptung falsch ist, werden wir eine ansehnliche Belohnung für unsere Mühen erhalten. Falls die Behauptung jedoch wahr ist, wer weiß. Alles wurde geregelt. Kommt, lasst uns durch das Tor gehen. Vielleicht können wir noch eine Aufgabe von unserer Liste streichen, wenn wir schon einmal hier sind. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch eine Aufgabe haben. Ein Ochsenkarren sollte uns abholen, aber er ist nirgends zu sehen. Wenn was passiert ist, wir gehen besser weiter. Lagerstätte im Grenzland. Ah, irgendwer hat wieder was gesammelt. Dankeschön. Gibt's hier irgendwas? Ach, er macht schon die Kiste für mich auf. Trockenobst, yummy. Und hier haben wir Federn oder so. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Hier kann man nämlich auch wieder was nehmen. Eine Hartknolle. Und was ist hier drin? Nix. Dann wieder raus. Hier ist jetzt auch nix. Kann ich eigentlich irgendwas am Feuer machen? Nein. Okay. Hier ist eine Kiste. Und da liegt auch noch was. 850G, Lampenöl, verwelkter Zweig. Dankeschön, hier ist noch was. Stabilitätsextrakt, Herr der Blitze. Okay, was ist denn eigentlich jetzt unsere Aufgabe? Reise in die Hauptstadt, okay, ja, gut. Dann, let's go. Ich dachte, er hätte uns jetzt hier einfach alleine gelassen.
Cooler Wasserfall. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie Reittiere? Wenn ihr das wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das würde nämlich einiges erleichtern. Your ability to trip over nothing never ceases to amaze me. Oha! Was geht denn jetzt ab? Was war denn das? Wow, da kracht einfach der Berg zusammen. Okay. Sind alle wohl auf? Noch mehr Spuren von der Wut des Drachen. Sein Wüten muss der Erde hier zugesetzt haben. Hat man gar nicht gemerkt. Krass, da stürzt einfach der Berg da ein. Was macht er? Oh. Feinde. Noch mehr irgendwo? Nee, ich glaube, das war's. Okay, also wieder weiter im Text. Wer ist das? Ah ja. Und ich bin Stufe 6, der Verlauf der Zeit. Zeit ist ein stetig fließender Fluss in dieser Welt. La 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 long. Gern geschehen für den Ohrwurm. La 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 la. Okay. Gut. Können wir weiter. Wartet mal, den kann ich noch durchsuchen. Ich vermute sehr, dass der Wagen hier nicht durchkommen wird. Er erwartet uns vielleicht auf der Straße vor uns. Ja, dann düster und mach mir gefälligst Licht. Jetzt müssen wir uns hier so durchwursteln. Sammelstätte der Bestien. Ja, wahrscheinlich werde ich den Weg auch hier ein bisschen überspringen, weil so interessant ist es dann auch nicht. Könnte dort drüben etwas sein? Lass uns überlegen, wie wir am besten vorgehen. Ja, da ist doch was. Die kenne ich noch nicht. Welche Skeletten. Oh nein. Wartet mal, wie war denn eigentlich nochmal treten? Da noch mehr? Ach ja. Wie ging denn das Licht an? Was machen wir denn jetzt hier? Oh. Nein, Loki. Loki, was haben sie mit dir gemacht? Ich komme und rette dich. F. Du blödes Sackgesicht, lass mein Loki in Ruhe. Thank you.
Wo ist denn noch einer? Und Loki ist auch Stufe 6 und hier ist gleich eine Kiste. Arzneitrank. Den könnte ich mir eigentlich gleich reinsnacken. Arzneitrank benutzen. Jawohl. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo sind denn die anderen jetzt? Und ich wollte eigentlich die Laterne anmachen, entzünden. Ah ja, viel besser. Ach, da ist er ja. Dann lass uns weitergehen. Na los, komm schon. Was soll das? Wir sind gefangen. Oh oh, was ist das für ein Zyklopen-Kackarsch? Okay. Ja, und jetzt? Verdammt, ein Zyklop, dass wir ausgerechnet hier auf einen treffen. Ich weiß nicht, ob jetzt der Schuss hier Sinn macht. Aber der sieht eh aus, als wäre er bald tot. So, jetzt muss ich sowieso aufhören, keine Ausdauer mehr. Oh oh. Nein, lass uns in Ruhe. Hör auf. Kann ich eigentlich auf den Rauch brechen? Nee, okay. Dann schießen wir ihm einfach in den Arsch. So machen wir das. Ja, jetzt liegt er doch schon. Aber er ist noch nicht ganz tot. Was kommt denn da jetzt angerollt? Komm schon. Nein, nicht wieder aufstehen. Wir sollten höher gehen, wenn wir auf einem Gefälle kämpfen. Das macht das leichter. Ja, bleib halt stehen. Mein Gott, ist es schwierig, irgendwas anzuvisieren. Zurück. Jo, okay. Da jetzt? Wasser. Oh Gott. Wo bin ich denn da jetzt reingelatscht? Kurz ausruhen. Ah, Hazel hilft uns wieder. Danke, Bro. Stufenaufstieg 7. Mein Dank gilt euch, Herrin. Es scheint, ich habe euch falsch eingeschätzt. Ich hatte euch für eine weitere falsche Erweckte gehalten. Davon sehen wir eine Menge. Doch der Mut, den ihr zeigtet, als ihr uns zu Hilfe kamt, hat solche Gedanken zerstreut. Hier, nehmt das als Zeichen meines Vertrauens. Gebt ihn einem der bei den Toren zur Hauptstadt stationierten Wächter und euch wird eine Audienz bei Hauptmann Brand gewährt werden. Euch steht nun frei, allein zur Hauptstadt zu gehen. Ich sehe keine Notwendigkeit, euch ständig zu beobachten und ich bin sicher, ihr könnt ebenfalls durchatmen, nicht wahr? Natürlich könnt ihr euch gerne zu uns auf den Ochsenkarren gesellen, wenn ihr uns lieber weiterhin begleiten würdet. Das ist eure Entscheidung. Ja, wo ist der Ochsenkarren? Laufbahnrangaufstieg. Und Loki ist auch 7. Gut gemacht.
Habt ihr gesehen, wie das da hingeflogen ist? Geil. Ach, da ist der Ochsenkarren. Ah, hier ist der Karren. Werdet ihr mit uns mitkommen? Ja. Sehr schön. Steigt auf den Ochsenkarren und wir fahren los. Machen wir. Ich will vorne sitzen. Juhu. Also Leute, so war das Fall nicht abgesprochen. Was macht ihr denn jetzt? Wie kann ich mich denn hinsetzen? Die sitzen alle, wie kann ich sitzen? Ah, so. Oh, ich darf natürlich auf dem Tuch sitzen, damit mein Popöchen nicht kalt wird. Cool. Loki, was ist mit dir? Oh, meine Gesundheit ist ziemlich am Arsch. Kann ich eigentlich ins Inventar dabei? Ach, ich habe wieder Rechtsklick gemacht. Kombinieren. Ja, okay. Gucken wir mal F. Gut, ich weiß nicht, was das ist, aber gut. Reifer Apfel. Nein, ich will nicht kombinieren. Halt, stopp. Ich möchte benutzen. Wegputer. Komm, wir essen noch einen. Gut. So, jetzt können wir einfach nur zuschauen. Ich könnte mir diesen Himmel bis in alle Ewigkeit angucken, wenn ihr mir nur nicht das Genick verrenkt hätte. Wenn du fortlaufend nach oben blickst, wirst du irgendwann stolpern. Tatsache. Oh, irgendwer hat Dämmerungskraut gesammelt. Einnicken kann ich. Okay, und dann wird man aufgeweckt mit irgendwelchen Schreien. Kobolde, welch ein Pech, wir benötigen eure Hilfe, Herrin. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Lass mich hier raus. Wie kann ich aufstehen mit X? Ein Satz mit X war wohl nix. Mann, immer wird man halt gestört, gell? Man kann nicht mal in Ruhe einnicken. So ein Pech aber auch. Oh nein, Loki ist schon wieder ziemlich am Arsch. Und Loki hat aber auch einen Laufbahnrangaufstieg. Ich glaube, ich muss ihm auch mal irgendwie was geben. Und zwar... Oh, schon wieder Rechtsklick, Leute. Geben, Loki. Geben, Loki. Ausdauer. Ja, ich hoffe, er ist es. Dann gebe ich ihm das jetzt auch hier. Gut, und dann können wir weitermachen. Okay. Dann wieder zurück zur Kutsche, oder? Beziehungsweise zum Ochsenkarren. Scheint, als hätten wir sie vertrieben. Für eure Hilfe gebührt euch mein Dank. Wernwort ist nicht weit von hier. Werdet ihr uns den Rest begleiten? Natürlich, ich will doch einnicken. In Ordnung, dann hinauf auf den Ochsenkarren. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen, wenn ich dann den richtigen Weg finden würde. F. Am nächsten Morgen. Geil, voll die fette Stadt, ey. Wernwort, Hauptstadt von Wermund.
Ich wurde über dein Kommen informiert. Möchte gern, erweckte. Pass auf, wie du mit mir redest. Hauptmann Brandt, diese Person hat einen Vasallen mit einem Riftstein beschworen. Mehrere Zeugen können das bestätigen. Obwohl ich zugebe, dass ich zuerst meine Zweifel hatte, scheint dies keine bloße Betrügerin zu sein. Sie ist nicht von der schlechten Sorte, hat uns auf dem Weg hierher die Haut gerettet. Wie von dem großen Willen unserer Welt verfügt, kann es nur einen Erweckten geben. Dieser Erweckte residiert derzeit im Palast. Nein. Ein Spielabsturz. Scheiße. Ja, blöd, Leute. Jetzt ist natürlich einfach wieder mal das Spiel abgeschmiert. Ich wollte jetzt eigentlich noch die Geschichte anhören mit euch zusammen, aber das wurde uns jetzt verwehrt. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns die Geschichte einfach dann im nächsten Part an. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dahin. Bye, bye.